So. Fangen wir das nochmal an. So, wir machen jetzt nochmal eine Chill mit mir Runde und müssen mal kurz Power machen. Am liebsten würde ich gerade live gehen. Ich spule hier gerade ab, was ich gerade schon mal in diese Kamera gesprochen habe, aber dann kommt bei den wichtigen Stellen immer der Gong und dann unterbricht immer das Video. Deswegen habe ich immer den Laptop. Lage. Das Okitalk Festival findet statt. Seit letzter Woche schon, überall um uns herum. The Birds spielen schon ständig on stage, jeden Tag von 3:30 bis morgen bis Sonnenuntergang. Und zwischendurch unterbrochen von The Rain, kleine Trommelkonzerte und so. Ja. Fühlt euch, um dabei zu sein, ganz einfach so, als hättet ihr gerade das Kassenhäuschen hinter euch gelassen und hättet eingecheckt. Ihr seid auf dem Gelände. Die ganze Erde ist Gelände. Zusätzlich dazu und in Erweiterung all dessen und überhaupt, weil es Teil davon ist, geht es dann auch dann so weiter. Am 29. und 30. Juli 2016, ja, Estanio, dieses Jahr, findet in Bruck an der Leiter in Österreich das Okitalk Festival in Real Life auch dann voll spürbar und zum Hingehen und Mitmachen und dabei sein und mit ganz vielen statt. Und zwar regelrecht in Form eines Stadtfestes, wo wir eine riesengroße ganze Zone für uns haben, wo wir Okitalk Festival machen können. Mit Bands wie, also fest zugesagt haben auf jeden Fall schon der Freeman, Joe Kreisel und die Buccaneers, die mit tollem Reggae-Sound für Programm sorgen. Und es haben sich schon einige andere Bands angekündigt und bei Okitalk sich schon gemeldet, die dabei sein wollen. Es sieht also wirklich so aus, als hätten die entsprechenden Leute 15 Uhr, das entsprechende Interesse, das ganze Ding. Wahnsinn, einfach geil, ich wusste es. Ne? Ja, genau das meine ich. Das Universum meldet sich immer an den wichtigen Stellen. Es ist gerade toll, wie viel Synchronizität wir jeden Tag hier erleben. Schon allein durch diese coolen Apps. Und ein gestellter Wecker und so. Und wie dann sich doch immer wieder mal zeigt, wie man in gewissen Situationen gerade goldrichtig liegt. Ja, also die richtigen Leute sind gerade offensichtlich daran interessiert, dieses Ding real zu erleben und manifestieren. Also es wird manifestiert. Und wir freuen uns wahnsinnig darauf. So, im Rahmen dessen geht ein Shoutout raus an den Bauern oder Landwirt. Das hört sich jetzt sogar so Bauer. In was für einer Welt leben wir, in der Bauer zum Schimpfwort oder als was Erniedrigendes gesehen wird. Wir suchen nach dem Landwirt in der Nähe von Bruck oder Wien oder scheiß drauf, wo irgendwo im Buch steht, Mitte von Österreich, im Herzen Österreichs. Wir würden gerne ein Stückchen Land für 2 Wochen benutzen, um, wie es im Buche steht, von Bruck aus auf deinen Acker oder deine Weide oder das, was du gerade aus finanziellen Gründen nicht mehr bestellen kannst und vor bist, deinen Hof zu verlieren und dein Land und was weiß ich was. Und du mit und vielleicht eben einfach nicht mehr bereit warst, in diesem Jahr weiter Monsanto-Samen auf deine Felder zu schmeißen und für gar nichts und überhaupt und einfach gerade mal Platz hast für ein paar Leute, die ein friedliches Festival für 2 Wochen austragen wollen und danach spurlos wieder verschwinden und zeigen, dass man in Eigenregie und ganz ohne Erlaubnis zu fragen sowas machen kann. Und dann haben wir uns die Latte so hochgelegt, dass wir dieses Jahr ein Festival machen wollen, das Woodstock in den Schatten stellt. Einfach, weil wir auch mal was Geiles erleben wollen. Ja, so, ne. Hier, ich bin noch ungeduscht für all die, die das wieder interessiert und nicht das, was ich sage. Also, ne?
Fickt euch. Da sind wir dann beim nächsten Thema. Da sind wir dann auch dazu gekommen, das fickt euch. Weil es bei vielen noch überhaupt gar nicht, uns ist aufgefallen, dass es noch viele Leute gibt, die die respektvolle Variante von fickt euch noch gar nicht wirklich kennengelernt haben. Und so ist es halt eben so, dass lasst mich doch alle mal in Ruhe, vielleicht besser klingt. Es ist auf jeden Fall einfach diese Geste. Stopp mal, lasst mich mal alle in Ruhe. Bei allem Respekt, aber fickt euch. Ich mache jetzt mal bitte gerade, was ich will. Und ihr könnt mich mal gerade alle gern haben mit, was ihr von mir wollt. Das ist so die Grundaussage, die man eigentlich deswegen sagt, damit man sich selber das mal sagen hört. Und diese Geste hilft dabei, gerade einfach mal wirklich sich selber im Inneren ein Stück weiter aufzurichten. Und nämlich etwas zu tun, was sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat. Das ist eigentlich so der erste Schritt zur Eigenverantwortung. Zu sagen, stopp mal. Und es ist ein Signal für die anderen. Es ist ein Signal für die anderen, aber es ist auch eben eins für mich, wenn ich es mache. Und je öfter ich das gerade mache an den passenden Stellen, nämlich da, wo gerade irgendwelche Leute irgendwas von mir wollen, was ich nicht will, und die mich total kirre machen alle, weil alle was anderes von mir wollen und ich überhaupt gar nicht weiß, wie ich ansatzweise irgendwem recht machen soll, diesen hier zu machen und denjenigen zu finden, der Einzige ist in meinem Leben, dem ich es, wenn ich es denn tue, zu 100% recht machen kann. Und ich habe herausgefunden, dass das mein Job ist. Ich gebe das nur mal so als Anregung mit weiter. Könnte sein, dass ihr euch darin auch wiederfindet. So viel zum Thema fickt euch, aber das ist genau der Aufruf, der raus soll. Lasst mich bitte mal gerade in Ruhe mit euren Sichtweisen, kümmert euch mal bitte um euch selber. Und das geht raus an sämtliche Leute, die was von mir wollen. Die sich gerade als Autorität in mein Leben drängen. Das geht an Politiker, das geht an Chefs, das geht an Kinder, die mir auf der Nase rumtanzen, das geht an Partner, die mir auf der Nase rumtanzen, im privaten wie im geschäftlichen Bereich. Das geht an all die, die mir gerade massiv auf den Sack gehen und mein Leben extrem verkomplizieren. Das geht raus an all die, die das gerade mal hören sollten. Und das geht rein mit jedem einzelnen Mal an den, der es gerade hören muss. Und bei dem das gerade einen richtigen Effekt auslöst. Ich bin gerade völlig unabhängig davon, was irgendjemand anders macht, wie das irgendjemand findet, dass ich gerade sage, Leute, lasst mich mal bitte gerade alle in Ruhe. Ich bin groß genug, um mein Leben selber zu leben und ich möchte jetzt endlich mal das auch tun und dann kann es mir auch selber beweisen und dann seht ihr es auch. Ich brauche eure dämlichen Ratschläge und eure Führungen nicht ständig. Ihr macht mich einfach nur bekloppt. Lasst mich doch mal in Ruhe. Und da kommen wir nämlich auch an den Punkt, wo wir nämlich im Punkt Weltfrieden und so dann halt eben unter einem gemeinsamen Nenner, nämlich alle eins sind mit einem Interesse, das wir alle haben. Guckt euch um, glaubt mir nichts, überzeugt euch selber. Aber mir ist noch nicht ein einziges Lebewesen auf diesem Planeten begegnet, das Grundinteresse hat, in Ruhe sein Leben zu leben. Ich sehe überall um mich herum, auf sehr abstruse Weise und mit sehr extrem kurzem Horizont umgesetzt, wie jeder alles und alles, was er tut, dafür tut, um in Ruhe sein Leben leben zu können. Wofür gehen die Leute arbeiten? Damit die sich abends in Ruhe dahinsetzen können, ihre scheiß Fernsehsendung gucken können. Damit sie da ein geschütztes Zuhause haben. Wie gesagt, sehr eingeschränkter Horizont. Wie Einstein schon sagte, ne, braucht es jetzt keiner blöd für zu fühlen oder sonst was.
eher so als Einladung so, guckt euch mal die anderen 95% an. Einstein hat gesagt, wir nutzen 5% unseres geistigen Potenzials. Ich sage, wir nutzen auch von allem anderen als Homo sapiens nur 5% unseres Potenzials. Aber das bedeutet doch, dass wir dieses Potenzial haben. Wenn wir aber weiter Einstein nah am Mund reden, und das wird nicht in seinem Interesse gewesen sein, vor allen Dingen, weil wir ihn auch so kurz zitieren, ansonsten wissen wir eigentlich überhaupt gar nicht, was Einstein sonst so alles gesagt hat. Lest mal, was dieser Mann so gesagt hat. Das war nicht ein Atomphysiker, das war nicht ein supergeiler Physiker. Der Mann hat mehr über Spiritualität geschrieben, als man ihm auch nur ansatzweise zutrauen würde. Zählt als die Ikone von Physik und bla bla, und eigentlich müsste der in jeder Esoterik-Ecke drinstehen. Nur mal so, ne? Wie man ausblenden kann. Hauptsache jeder weiß, dass Einstein die Relativitätstheorie erfunden hat. Ja. Kein Schwein weiß sie, was die Relativitätstheorie ist. Da kommen sie dann mit E gleich MC. Ja, Einstein hat gesagt, alles ist relativ. Das muss man sich mal überhaupt, das alleine lohnt, sich mal ein paar Wochen durch den Kopf zu gehen zu lassen und mal zu forschen, was das bedeutet, dass alles relativ ist. Das relativiert nämlich alles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommen wir nämlich zu ganz anderen Möglichkeiten. Und darauf habe ich gerade, ist es mir ein sehr großes Anliegen, da gerade mal drauf zurückzukommen. Ich habe gerade die letzte Stunde damit verbracht, die neuesten Videos von Cassandra zu gucken auf YouTube als Nofretete König. Hat sie einen eigenen Kanal. Bitte guckt euch die Videos an, wenn ihr wissen wollt, worum es hier geht. Aber hier geht es darum, dass ein kleines Mädchen ihre Mutter weggenommen ist, weil ihre Mutter böse Videos gemacht hat. Und ich rede hier nicht von Pornos oder Snuff oder sonst irgendwas, sondern sie hat einfach gesagt, ich möchte mich von euch nicht weiter regieren lassen. Und ich weiß, wie das so ist, wenn man solche Sachen vor einer laufenden Kamera sagt, die man online stellt, man wird sehr unangenehm. Für gewisse Leute, die ganz bestimmte Interessen verfolgen und alles dafür tun, was nötig ist, damit diese Interessen gewahrt sind. Insofern sie denn können, weil oftmals, und es scheint nicht so richtig zu funktionieren, weil wir sind immer noch hier und machen immer noch weiter. Die Shirin ist seit über einem Jahr von ihrer Mutter weg. Ihre Mutter, die Cassandra, hat sie seit über einem Jahr nicht gesehen. Und wenn ich mir dann angucke, wie wir unser Potenzial gerade damit vergeuden, uns darüber zu streiten, ob die Erde nun flach oder rund oder hohl oder massiv oder was weiß ich wie ist, oder welches Land gerade in Europa das beste Fußballteam hat, wo jeder weiß, der nicht so ganz total verblendet ist, dass das alles Show ist. Es kommen sogar schon in den Nachrichten, weil es sich nicht mehr vertuschen ließ, dass das alles ein abgekartetes Spiel ist, dass vorher schon feststeht, wer Weltmeister wird. Dass man das teilweise 2 Jahre vorher bei den Simpsons schon sehen kann. Also wenn man sich ein bisschen für diesen Verschwörungsquatsch interessiert, macht man sehr schnell sehr große Augen. Und dann erkennt man, wie verrückt man eigentlich vorher war. Während man all die verrückt genannt hat, die davon gesprochen haben. Mann, war ich blind und dumm, bevor ich diese Verschwörungskiste dann irgendwann mal aus Interesse aufgemacht habe, weil ich mir gedacht habe, da muss doch irgendwo wenigstens... Also ich hatte einfach zu viele Leute kennengelernt, die ich einfach nicht Spinner nennen konnte, die mir von solchen Sachen erzählten, weil ich wusste, dass es keine Spinner sind. Und dann bin ich irgendwann selber neugierig geworden und bin da sehr dankbar für.
Und ich sage jetzt nicht, guckt euch alle die Verschwörungstheorien an. Guckt sie euch an, aber verliert euch nicht drin. Auch das ist abgekartetes Spiel. Und deswegen können wir ab hier nach eigenen Regeln weiterspielen. Und da fällt mir Folgendes ein. Wie sich der ein oder andere erinnern kann, hat man mir auf Mallorca vor 2 Jahren mein Auto weggenommen. Mein Zuhause. Und ich habe das nach 103 Tagen wieder gehabt. Weil wir alle zusammengearbeitet haben und alle zusammen mein Auto zurückgeholt haben. Und ich möchte gerade bitte genau die gleiche Nummer nochmal machen und dafür sorgen, dass spätestens in 2 Monaten die Shirin wieder zu Hause ist. Was geht denn ab? Hier geht's noch? Das geht nicht. Entschuldigung. Da interessiert mich gerade kein scheiß Fußball. Entschuldigung, wenn ich hier gerade ein bisschen emotional werde, aber Mann! Ich habe es echt einfach ignoriert, aber ich werde tatsächlich von Leuten aus meinem Netzwerk angeschrieben über irgendwelche Sachen wegen der Fußball-EM. Oder zu irgendwelchen bescheuerten Spielen eingeladen. Also das ja eigentlich schon lange nicht mehr, weil irgendwie, ne, aber ab und an kriegt doch immer noch mal einer hin. Wo seid ihr? Hey, diese Dinge passieren überall um uns herum. Und die passieren ausschließlich, weil wir die zulassen. Weil wir uns ablenken lassen. Weil wir nicht sagen, fickt euch, ich werde nicht auf die Straße gehen und mich mit euch anlegen und mich euch rumprügeln, weil die ganzen Aufrufe nach geht auf die Straße, die kommen auch nicht von uns. Auf der Straße finden wir keine Ruhe. Wenn wir Ruhe wollen, dann müssen wir dahin gehen, wo Ruhe ist, wo wir Ruhe empfinden können. Und weil das Universum so wunderschön paradox ist, hier haben wir das, ne? Wir geben der Trennung, allem, was sich von uns, was wir als uns getrennt fühlen können, ein Zeichen von Stopp. Wir trennen uns von der Trennung. Paradoxer. Überhaupt gar nicht so paradox, wie man immer gedacht hat. Man muss sie nur richtig anwenden. Die Nancy nennt 3 Namen. Cassandra, ich möchte, dass du deine Tochter möglichst schnell wieder siehst. Und nicht so, wie die das wollen. Ich finde das so geil, wie tapfer du bist und wie klar du in der Birne bist. Und diesen Scheiß nicht unterschreibst und auch noch genau weißt, warum. Nein, Mann, so nicht. Da sieht dich deine Tochter lieber 2 Jahre nicht und dann vernünftig, als zwischendurch so. Aber das wird keine 2 Jahre mehr dauern. Weil ich rufe gerade alle auf. Terranier, ich rufe die Leute auf, die mit dem Fall in Kaufbeuren zu tun hatten. Und es da auch nochmal erleben wollten, wie wir dafür sorgen können, dass wir am längeren Hebel sitzen. Und da an den Stellen, wo so viel Druck ausgeübt wird, so viel Druck auszuüben, dass die Lust verlieren, sich mit uns zu beschäftigen. Das habe ich auf Mallorca geschafft. Auf Mallorca hat kein Bulle mehr die Lust, sich mit mir zu beschäftigen. Und erst recht kein Richter. War gar nicht so viel Arbeit. Weil wir alle zusammengehalten haben. Das habe ich nicht alleine geschafft. Wenn die das Wort Terrania hören, zucken die zusammen. Wenn die ein terranisches Nummernschild sehen, lassen die durchfahren. Die kennen das jetzt. Auf Mallorca ist sowas gerade sehr leicht möglich. Weil wir da zusammengehalten haben.
und Faxe gesteckt haben und das Gericht von Manacor bombardiert haben mit Fragen, was ist da los? Wie kann das sein? Was ist da los? Und Courtesy Notices geschickt haben oder Liebesbekundungen oder Hauptsache das Faxgerät hat nicht mehr stillgehalten. Die Postfächer und die Mailboxen sind übergelaufen. Danach hat es dann noch 3 Tage gedauert. Und ich hatte mein Zuhause wieder. Und wenn ich sage 2 Monate, bis die Shirin wieder zu Hause ist, wo die hingehört, und diese Repressalien aufhören, und dadurch, dass wir das hier alle zusammen und per Video machen und dokumentieren, wir definitiv nicht aufzuhalten sind. Und dafür brauchen wir gerade einfach Rückendeckung. Und die können wir alle uns geben. Dafür brauchen wir nur diese Videos zu teilen. Und auf diesen Fall aufmerksam zu machen und mitzumachen. Und ich lade hier jeden herzlich ein. Ich werde an diesem Wochenende dranbleiben. Auf Facebook wird es garantiert dann irgendwelche Texte geben und Ideen, wie man dann halt und Telefonnummern, wen man dann am Wochenende gerade mal. Ja, wir spielen euer Spiel mit. Aber wir kommen in einer Übermacht. Und spielen so lange euer Spiel mit, bis ihr selber keine Lust mehr drauf habt. Gewöhnt euch dran. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Wir lassen uns diese Scheiße nicht mehr gefallen. Wir machen das nicht mehr mit. Wir spielen unser Spiel. Das ist Mai 2016. Vielleicht habt ihr den Knall noch nicht gehört, aber für uns war er deutlich, deutlich in allen Sinnen wahrnehmbar. Die Zeiten haben sich geändert. Und jeder, der gerade nicht aufpasst, der wird sehr schnell sein blaues Wunder erleben. So viel kann ich vorhersagen. Und da brauche ich nicht mal Hellseher für zu sein. Das lässt sich so deutlich aus den Zeichen lesen. Deswegen fühlt euch gerade eingeladen, euch mal um euch zu kümmern und um uns. Und nicht mehr um die, egal wer das gerade ist. Lasst uns zusammen um die Dinge kümmern, die uns Spaß machen und die uns allen im Ganzen helfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Und wenn wir es schaffen, die Shirin wieder nach Hause zu bringen, dann wird die uns helfen, uns wieder nach Hause zu bringen. Simultan. Dafür braucht sie gar nichts weiteres zu tun, als nach Hause zu kommen. Aber dann haben wir alle ein Erfolgserlebnis. Das ist das Okitok Festival. Erste Attraktion auf dem Okitok Festival. Bringen wir Shirin nach Hause. Habe ich was vergessen? Lass uns live gehen. Wir sollten reden. Alle zusammen. Lass uns gucken, wo es geht. Google Hangouts, YouNow, Okitok. Überall. Ich weiß nicht, worauf wir noch warten sollen. Es ist Zeit, dass wir das Zepter in die Hand nehmen und uns anfangen, wieder selber zu helfen. Ich glaube, dass wir das können. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Wir schaffen das. Ich weiß das. Ich sehe das überall um uns herum. Ich sehe, wie wir die ganze Zeit uns weiterentwickeln. Und immer mehr Selbstsicherheit aufkommt. Und durch solche Aktionen kommt die auf. Seid einfach dabei. Haltet die Augen offen. Wenn es um Shirin geht, Okitok Festival. Und Mama Erde. Und natürlich 2020, was jetzt schon ist, also, ja, aber muss man so denken. Ja. Macht's gut, ihr Süßen. Bis bald.